Herein. So. Hier kommt Ihr Tee, Sir. Und keine Minute zu früh, Sergeant. Ja. Draußen alles normal? Ja, Sir. Alles normal. Zwei Betrunkene, von denen der eine behauptet, die Marsmenschen wären gelandet. Und? Sind sie gelandet? Nein, Sir. Es war nur eine Reihe von Parkuhren. Er hat sich gerade mit ihnen herumgestritten, als wir ihn aufgelesen haben. Außerdem hatten wir noch einen entlaufenen Hund und 7 Anrufe von Leuten, die alle behaupten, sie wüssten, wer der Mörder von Croydon ist. Aber die Mordkommission hat ihn doch schon vor 2 Tagen gefasst. Er hat bereits gestanden. Ja, das habe ich den Anrufern auch gesagt. Die haben aber alle darauf bestanden, dass wir den Falschen erwischt hätten. Polizisten los, trauriges Los. Was, Richard? Ja, würde mich nicht wundern, wenn das der Killer von Croydon persönlich wäre. Wahrscheinlich will er uns mitteilen, dass auch er findet, wir hätten den Falschen erwischt. Ich gehe wohl besser mal ran. Ja, ja. Polizeirevier Brooklands? Mein Name ist Barton. Joshua Barton. Ja? Und? Was kann ich für Sie tun, Mr. Barton? Es handelt sich um einen Mord. Mhm. Doch nicht zufällig um den von Croydon, Mr. Barton. Croydon? Wieso? Was soll das heißen? Ach, nichts weiter, Mr. Barton. Also, um auf Ihren Mord zurückzukommen... Ich möchte ein Geständnis ablegen. So? Und wen haben Sie ermordet? Darüber möchte ich nicht am Telefon mit Ihnen sprechen. Mord ist schließlich Privatsache. Na, wir brauchen aber ein paar weitere Angaben. Die sollen Sie haben. Von mir persönlich. Also gut. Wie Sie wollen. Bleiben Sie bitte am Apparat. Ich verbinde Sie mit dem Inspektor. Danke, ich warte. Herein. Diesmal ist ein besonderes Herzchen am Telefon, Sir. Ein Mr. Barton. Er möchte einen Mord gestehen. Erzählen Sie mir bloß nicht... Nein, nicht den Mord von Croydon, Sir. Dieser Spinner hat einen eigenen Mord, über den er aber am Telefon nicht sprechen will. Na schön, ich übernehme den Fall, verbinden Sie. Übrigens, während ich mit ihm spreche, stellen Sie fest, woher der Anruf kommt und lassen die Constable Green nachsehen, ob wir einen Mr. Barton in den Akten haben. Nein, auch noch, Sir. Mr. Barton? Ja? Der Inspektor möchte mal mit Ihnen reden. Moment, ich verbinde. Hier spricht Inspektor Pallister. Hallo? Mr. Barton. Mr. Barton, ich höre gerade, dass Sie einen Mord gestehen wollen. So ist es, Inspektor. In solchen Fällen ist es allerdings üblich, ein paar Einzelheiten mitzuteilen. Ich hab's dem Sergeant doch gerade erklärt. Ich möchte das nicht telefonisch tun. Ich verstehe. Hat der Sergeant schon Ihre Telefonnummer und Ihre Adresse notiert? Die Adresse ist Melvin Gardens 18, die Telefonnummer Brooklands 847. Melvin Gardens? Ja. Das ist doch drüben bei den Gaswerken, oder? Genau, auf Anhieb erraten, Inspektor. Und für den Fall, dass Sie mich jetzt am Apparat festnageln wollen, bis Sie wissen, woher der Anruf kommt, seien Sie unbesorgt, ich bleibe dran, bis Sie das getan haben. Sehr freundlich von Ihnen, Mr. Barton. Ich bilde mir nämlich ein gesetzestreuer Bürger zu sein. Während wir warten, würde es Ihnen was ausmachen, mir ein bisschen mehr zu erzählen? Tut mir leid, lieber nicht. Man weiß ja nie, wer mithört. Mr. Barton, ich versichere Ihnen, dass dieses Polizeirevier absolut wanzenfrei ist. Da wäre ich nicht so sicher, Inspektor. Im Fernsehen habe ich mal gesehen, wie... Moment, Mr. Barton. Selbstverständlich. Ja, Sergeant? Sie haben rausgefunden, woher der Anruf kommt. Er kommt tatsächlich von einem gewissen Mr. Joshua Barton, Mandarin Gardens 18, Telefon Brooklands 847. Das ist doch die Nummer, die er mir gegeben hat. Und ist was in den Akten über ihn? Nichts. Er kommt nirgends vor. Hat nicht mal einen Strafzettel für falsches Parken gekriegt. Hm. Hört sich aber auch nicht wie ein Witzbold an. Klingt zu ruhig und zu korrekt. Vielleicht ist an der Sache was dran. Schön. Mr. Barton? Ja, Inspektor. Wir sind in 10 Minuten bei Ihnen. Danke, Inspektor.
Mr. Joshua Barton? Ja, der bin ich. Ich bin Inspektor Pallister und das ist Sergeant Broom. Kommen Sie bitte herein, meine Herren. Nehmen Sie Platz. Danke. Was zu trinken? Nein, danke. Sie haben am Telefon gesagt, dass Sie einen Mord gestehen wollen. Tut mir leid, dass ich Sie herbemüht habe, aber ehrlich gesagt, ich habe es mir anders überlegt. Wie bitte? Ja, ich habe mir die Sache durch den Kopf gehen lassen und dabei ist mir plötzlich aufgegangen, es wäre keine gute Reklame für mich. Wir sind die Polizei und keine Werbeagentur. Wissen Sie, ich denke dabei an mein Image. Es tut mir wirklich leid, aber ich finde, ich sollte lieber nichts sagen. Auf alle Fälle, sollten Sie mich nicht allmählich über meine Rechte belehren? Er sieht anscheinend zu viel fern. Da haben Sie völlig recht, Mr. Barton, aber was würde das nützen, Sie über Ihre Rechte zu belehren vor einem Geständnis, das Sie gar nicht ablegen wollen? Ja, auch wieder wahr. Ich bin doch gesetzlich nicht verpflichtet, irgendwas auszusagen, oder? Naja, also gut, Sie sind nicht verpflichtet. Aber sagen Sie, haben Sie denn nun tatsächlich einen Mord begangen? Wenn ich Ihnen das sagen würde, dann käme das doch einem Geständnis gleich. Also, was soll's? Wenn Sie sich kooperativ verhalten, kann sich das zu Ihrem Vorteil auswirken. Ich sehe nicht, inwiefern. Das würde Ihnen doch nur helfen, meine Schuld zu beweisen. Sie lassen mir keine Wahl. Sergeant, durchsuchen Sie das Haus. Brauchen Sie dazu nicht einen Durchsuchungsbefehl? Den haben wir. Wir sind auf dem Weg hierher beim Gericht vorbeigefahren. Nicht, dass es weiter wichtig wäre, ich frage nur der Form halber. Ich hätte Sie sowieso nicht an einer Durchsuchung gehindert. Ja, also dann los, Sergeant. Jawohl, Sir. Wir sind auf Ihren eigenen Wunsch hier und lassen uns nicht gern auf den Arm nehmen. Ich sage ja, es tut mir leid, Inspektor. Ich habe Sie vorhin etwas überstürzt angerufen. Aber schließlich ist ein Mordgeständnis eine ernste Angelegenheit. Ein Mord auch? Genau. Aber ich versuche doch noch immer nur herauszufinden, ob ein Verbrechen überhaupt begangen worden ist. Ja, sicher. Nur, Sie begreifen doch sicher, in was für einem Dilemma ich mich befinde, Inspektor. Wenn ich Ihre Fragen beantworte... Ich will doch nur ein klares Ja oder Nein. Ach, die alte Fangfrage. Haben Sie aufgehört, Ihre Frau zu schlagen? Kenn mich. Wer wohnt hier? Meine Frau und ich. Haben Sie keine Kinder? Noch nicht. Wo ist Ihre Frau jetzt? Ich weiß nicht. Unten ist nichts, Sir. Dann versuchen Sie es oben. Mr. Barton behauptet nicht zu wissen, wo seine Frau ist. So? Sie müssen doch eine Ahnung haben, wo Ihre Frau stecken könnte. Sie ist weggegangen. Mehr weiß ich nicht. Wann? Keine Ahnung. Ich habe den ganzen Nachmittag über im Garten gearbeitet. Im Garten? Ja. Und was haben Sie im Garten gemacht? Ja, was macht man schon im Garten? Man schneidet die Bäume mit den Rasen, gräbt... Gräbt was? Ich habe was eingepflanzt. Sie denken, ich hätte eine Leiche vergraben. Tut mir leid, Inspektor. Sie werden nichts Grausigeres finden als Kohlköpfe. Ich finde das gar nicht komisch. Sie übersehen, dass Sie das grausige Thema am Mord schließlich aufgebracht haben. Tja, den Vorwurf muss ich mir gefallen lassen. Aber die Sache ist nicht so einfach, wie sie aussieht. Ja, so sieht es aus. Also, wenn ich es recht bedenke, habe ich wirklich schwere Schuld auf mich geladen, als ich Sie für nichts und wieder nichts den weiten Weg habe machen lassen. Darf ich Ihnen nicht doch was zu trinken anbieten? Nein, leider nicht. Oben ist auch nichts, Sir. Nichts, das auf einen Kampf oder eine überstürzte Abreise schließen lässt? Keinerlei Unordnung? Nein, alles tipptopp. Die Betten sind gemacht, die Räume sind aufgeräumt. Meine Frau hatte immer alles prima im Schuss. Hatte, sagen Sie? Ein kleiner Versprecher, ich wollte sagen, sie hat. Sergeant, sehen Sie sich den Garten an. Achten Sie vor allem darauf, ob vor kurzer Zeit irgendwo gegraben worden ist. Wird gemacht, Sir. Sie haben eine flinke Zunge, aber ich habe den Verdacht, dass sich dahinter etwas verbirgt, Mr. Barton. Und zwar etwas sehr Unschönes. Sie haben sicher ein gutes Gespür, Inspektor.
Aber wenn da wirklich was ist, dann ist es Ihre Aufgabe, herauszufinden, was es ist. Was sind Sie von Beruf? Sprengmeister. Angeblich bin ich einer der besten Sprengmeister im ganzen Land. Ich erledige die gefährlicheren Aufträge. Ich kann einen Ziegelstein wegsprengen, ohne dass der daneben meinen Kratzer abkriegt. Eine ungewöhnliche Begabung. Das kann man wohl sagen. Ich war Pionier bei der Army. Hatte mit Sprengstoffen und Minen zu tun und habe eine lobende Erwähnung im Dienstbericht gekriegt. Als ich meine Jahre rum hatte, blieb ich bei dem Handwerk. Um nochmal auf Ihre Frau zu kommen. Wo ist die normalerweise um diese Zeit? Ich würde sagen, beim Einkaufen. Und wo kauft sie gewöhnlich ein? Im Supermarkt, in der High Street oder bei Glennons, dem Gemüsemann. Darf ich mal telefonieren? Selbstverständlich, bitte, bedienen Sie sich. Herr Inspektor Pallister, Constable, ich habe eine Suchmeldung an alle Streifenwagen. Es handelt sich um eine Mrs. Barton. Wie heißt Ihre Frau mit Vornamen? Phyllis. Mrs. Phyllis Barton. Sie sollen es im Supermarkt in der High Street versuchen und dann bei Glennons, dem Gemüsehändler. Wie alt ist Ihre Frau? 28. 28. Wie groß? Ungefähr 1,69. 1,69. Figur? Ja, was soll ich sagen? Gut gewachsen, schlank. Gute Figur, schlank. Haarfarbe? Blond. Blond. Augenfarbe? Blau. Blau. Ja. Haben Sie eine Idee, was sie anhaben könnte? Ich habe sie nicht weggehen sehen, aber normalerweise trägt sie einen Trenchcoat und Schaftstiefel. Trägt wahrscheinlich Trenchcoat und Schaftstiefel. Die Schaftstiefel sind rot. Die Stiefel sind rot. Ja. Geben Sie die Beschreibung bitte an die Reviere und Streifenwagen durch. Inspektor. Sekunde. Ja, Mr. Barton? Sagen Sie Ihren Leuten bitte, dass Sie Phyllis nicht erschrecken sollen. Sie ist ziemlich nervös. Anweisung an alle, behutsam vorzugehen und Mrs. Barton keine Angst einzujagen. Wie? Ja. Wenn Sie die Dame finden, rufen Sie mich an unter der Nummer Brooklands 847. Danke, Inspektor. Verdammt feucht da draußen. Haben Sie was gefunden, Sergeant? Kohlköpfe. Nichts als Kohlköpfe. Am Ende des Gartens steht allerdings der merkwürdigste Geräteschuppen, den ich je gesehen habe. Wieso? Was kann an einem Geräteschuppen schon so merkwürdig sein? Der da besteht aus dicken Holzbalken, durch Stahlplatten verstärkt. Die Fenster sind fest verschlossen, aus Panzerglas. Und die Tür ist mit einem imponierenden Vorhängeschloss und einem mächtigen Riegel gesichert. Sieht aus wie Fort Knox und muss noch ziemlich neu sein. Ich habe einen Blick durchs Fenster werfen können. Das Ding ist leer, bis auf einen riesigen Schrankkoffer. Gut. Mr. Barton, ist das üblich, dass man aus einem Geräteschuppen eine Festung macht? Wenn man bedenkt, wie viel Gesindel heutzutage in der Gegend herumläuft. Auf der Suche nach einem alten Koffer. Er ist ein altes Familienerbstück. Wo sind die Schlüssel, Mr. Barton? Ich habe sie verloren. Das habe ich mir fast gedacht. Sergeant, brechen Sie den Schuppen auf und den Schrankkoffer. Machen Sie mit dem Schuppen, was Sie wollen, aber bitte rühren Sie nicht den Schrankkoffer an. Da sind nur ein paar Papiere und Dokumente drin. Sergeant, Sie durchsuchen alles. In Ordnung, Sir. Mir wäre lieber, er würde es nicht tun, Inspektor. Ich habe Werkzeug im Wagen. Aber es wird eine Weile dauern, bis ich die Schlösser aufkriege. Macht nichts. Soll es ruhig dauern. Ja, Sir. Mr. Barton, die Sache nimmt langsam Gestalt an. Wollen Sie sich's nicht noch einmal überlegen und mir endlich sagen, was Sie getan haben? Darf ich Ihnen etwas aus meinem Leben erzählen, Inspektor? Warum nicht? Ich habe hier weiter nichts zu tun. Bitte. Als ich aus der Armee kam, traf ich Phyllis. Sie war, oder vielmehr, ist eine attraktive Frau und wesentlich jünger als ich. Die ersten paar Jahre waren wir richtig glücklich miteinander. Ein ideales Paar. Wir hatten ein Haus in London, einen Wagen und ein angenehmes Leben. Aber dann fing sie an, sich zu langweilen. Ich nehme an, dass das irgendwie mit meinem Job zusammenhing. Ich arbeite zu den ungewöhnlichsten Zeiten und ohne viel Verschnaufpausen. Na, jedenfalls, es gab gewisse Anzeichen, dass ich nicht mehr der einzige Mann in ihrem Leben war.
Phyllis sprach nie mit mir darüber und wie ich später entdeckt habe, erzählte sie auch den anderen Männern nie von mir. Sie teilte ihnen nur mit, dass sie verheiratet sei, wahrscheinlich um zu verhindern, dass aus dem Spaß ernst wurde. Sie behielt ihre Verehrer nie lange. Einer war Soldat, ein anderer Pilot und dann gab's noch einen Busfahrer und einen Feuerwehrhauptmann. Also alles Männer in Uniform. Was taten Sie, als Sie dahinter kamen? Haben Sie Ihre Frau zur Rede gestellt? Nein. Weshalb auch? Wenn es vorbei war, kam sie ja immer wieder zu mir zurück. Bildlich gesprochen, natürlich. Ich habe sie jedenfalls nie wissen lassen, dass ich Bescheid wusste. Schließlich beschloss ich jedoch, dass es wohl das Beste wäre, wegzuziehen in eine ruhige Gegend, wo sie weniger Gelegenheit hätte, irgendwas anzufangen. Ich wählte Brooklands. Und? Vor ein paar Wochen waren alle Anzeichen wieder da. Ich folgte ihr also und fand heraus, dass sie einen neuen Liebhaber hatte. Jemanden von hier. Und bald wurde mir klar, dass das nicht einfach nur eine neue Affäre war. Es war etwas Ernstes. Was vielleicht bedeuten konnte, dass sie mich verlassen würde. Und da haben Sie Ihre Frau getötet. Aber nein, ich liebe meine Frau. Ich könnte ihr kein Haar krümmen. Und eigentlich auch keinen Vorwurf machen. Sie wirkt nun mal sehr anziehend auf Männer und sie stellen ihr nach, wo sie nur können. Und Phyllis ist nur ein schwaches Weib. Nein, Inspektor, nicht sie wollte ich umbringen. Sondern ihren Liebhaber? Ja. Und? Leichter gesagt als getan. Ich bin weder groß noch stark und verabscheue Gewalt. Dazu kommt noch, dass Phyllis eine Vorliebe für Muskeln hat. Ihr letzter Liebhaber war da keine Ausnahme. Und es war auch sehr schwer, an ihn ranzukommen. Aber es gelang Ihnen. Ja, es verlangte einiges an kluger Planung. Ich gelte als einigermaßen intelligent. Wenn es mir bei meiner Arbeit letztlich immer gelingt, verhängnisvolle Unfälle zu vermeiden, so hängt das damit zusammen, dass ich alles gut vorbereite. Gute Vorbereitung kombiniert mit Intelligenz. Das ist mein Geheimnis. Kommen Sie zur Sache, Mr. Barton. Wann und wo haben Sie den Liebhaber Ihrer Frau ermordet? Aber wer sagt denn, dass ich ihn ermordet habe? Aber worüber reden wir denn zum Teufel? Über mein Geständnis natürlich. Ach, ich gebe es auf. Ein Geständnis, aber kein Mord, das ist zu viel für mich. Sie gehen einfach am Kern der Sache vorbei, Inspektor. Inwiefern? In Ihrer an und für sich ganz natürlichen Annahme, dass ein Geständnis automatisch auf einen Mord folgen muss. Tun Sie mir einen Gefallen und fangen Sie nicht wieder so an. Sie begreifen immer noch nicht, Inspektor. Jetzt beantworten Sie mir mal eine Frage. Wie viele Jahre kriegt man eigentlich, wenn man den Liebhaber seiner Frau ermordet? Das liegt im Ermessen des Richters, sobald die Geschworenen der schuldig gesprochen haben. Die Geschworenen. Nach dem Gesetz sind das 12 unbescholtene, aufrichtige Menschen. Inspektor, könnte ich verlangen, dass die 12 Geschworenen 12 betrogene Ehemänner sind? Das wäre Gerechtigkeit. Mr. Barton, Sie diskutieren hier über eine mutmaßliche Gerichtsverhandlung. Bis jetzt weiß ich aber immer noch nicht, ob ein Mord begangen worden ist. Und falls einer begangen worden ist, weiß ich nicht, wer der Ermordete ist. Ich meine, wer war, verdammt nochmal, jetzt fange ich auch schon an, so daher zu reden wie Sie. Ah, das ist sicher meine Frau. Sie scheint zurück zu sein. Ah, es ging ja fix. Dann lebt sie also noch. Ja, das ist genau das, was ich Ihnen die ganze Zeit klarzumachen versuche. Lushi? Ist alles in Ordnung? Ich habe den Polizeiwagen gesehen. Ich dachte schon... Mir geht's großartig, mein Schatz. Reg dich nicht auf. Das ist Inspektor Pallister. Sind Sie wirklich Mrs. Barton? Selbstverständlich, wer denn sonst? Entschuldigen Sie, Mrs. Barton, aber hier herrscht ein derartiges Durcheinander. Wieso? Was geht hier vor? Weshalb ist die Polizei hier? Hast du irgendetwas angestellt, Yoshi? Nicht direkt. Noch nicht. Mrs. Barton, Ihr Mann hat sich mit uns in Verbindung gesetzt. Er wollte einen Mord gestehen, doch nun beharrt er darauf, gar keinen begangen zu haben. Aber das ist doch Wahnsinn. Mord? Ich verstehe kein Wort. Ich auch nicht. Es sieht langsam so aus, als hätte Ihr Mann sich einen kleinen Scherz erlaubt.
Tut mir leid, Liebes. Ich habe dich nicht so früh zurückerwartet. Inspektor? Wer ist das denn, den mein Mann vermutlich nicht ermordet hat? Ich meine, wen hat er denn im Sinn? Himmel, was war das? Der Geräteschuppen ist in die Luft geflogen. Er muss den Schrankkoffer geöffnet haben. Mein Gott. Mein Sergeant. Mein Richard. Mein Richard. Oh. Ihr Richard? Wer ist Ihr Richard? Zum Teufel. Das war der Liebhaber meiner Frau. Das Geständnis. Sie haben das Kurzhörspiel von Michael Dines gehört. Mitgemacht haben als Sergeant Broom der Helmut Brasch, als Inspektor Pallister der Alf Tamin, als Joshua Barton der Hubert Schuschka und als Phyllis Barton die Jutta Kammann. Regie Otto Kurt.